When This Monday ist aber nicht von Deadlick Entertainment entwickelt. Deadlick Entertainment ist nur Publisher. Ja, ich weiß, ich weiß. Ich habe When This Monday auch auf meinem Kanal gespielt. Solltet ihr mal gucken. Gerade wo jetzt die Parallele bestand hier im Spiel, kann ich mal darauf hinweisen. Ein sehr großes Projekt, ein sehr großartiges Projekt. Habe ich gerne gespielt. When This Monday ist von Nexus Game Studios, ja. Ich weiß, aber ist von Deadlick gepublished und ja, ich denke, die haben da auch ein bisschen, ja, gewisse Ähnlichkeiten bestehen auch darin, dass da der Poki bestimmt ein bisschen was drüber geguckt hat. Der hat ja jetzt, der hat auch ein Auge drauf geworfen. Keiner dran. Der hat da nicht mitentwickelt, aber wohl das Funkloch als sein, Publisher. Von dem alle sprechen. Ihr versteht. So, hier. Manchmal spielte Inspektor Edna Konrad mit dem Gedanken, aber dann dachte sie an die vielen Menschenleben, die sie gerettet hatte. Und an die Donuts. Jut. Eine Schere. Da ist schon ein Loch. Wolltest du jetzt mit der Schere noch graben? Das hatte Hallo? Ich nicht vor. Möchte da unten jemand was bestellen? Si. Ich hätte gern etwas bestellt. Einen Löffel, por favor. Ein Löffel steht eigentlich nicht auf der Karte. Ich guck mal, was sich da machen lässt. Und nicht wieder ohne Löffel. Okay, Löffel haben wir noch nicht. Telefon haben wir schon. In diesem Bild kämpft Captain Unbrauchbar gegen ein schwarzes Loch. Sei vorsichtig mit Nadel und Faden nützlich, Boy. Nadel und Faden, das ist ja auch ein großartiger Song von Deadlick. Hallo? Bist du noch da unten? Was ist denn jetzt schon wieder? Ich habe da etwas, das du vielleicht gebrauchen kannst. Ich hoffe, es ist ein Löffel. Das soll ein Löffel sein? Eigentlich nicht. Dann habe ich dafür auch keine Verwendung. Ich brauche einen Löffel, um einen Tunnel zu graben. Und für meine Taco Flakes. Das ständige Gegrabe macht ganz schön hungrig. Jo. Hallo? Ach nee. Bist du noch da unten? Ja, das wird er wahrscheinlich auch nicht wollen. Was ist denn jetzt schon wieder? Ich habe da etwas, das du vielleicht gebrauchen kannst. Ich hoffe, es ist ein Löffel. Das soll ein Löffel sein? Eigentlich nicht. Ich brauche für meine... Gut, Harvey, was sagst du denn dazu? Erinnert dich dieses Loch an etwas, Harvey? Ja, es hat in etwa die Form deines Gedächtnisses. Lochförmig halt. Mensch, Harvey, sei doch nicht so fies. Und die Löffel können wir wirklich nicht mitnehmen? Nehmen Löffel. Diese Löffel gehen nirgendwo mehr hin. Sie sind aufgefahren zu ihren Ahnen. Es sind Ex-Löffel. Ex-Löffel. Na denn. Ein bisschen Ton können wir uns nicht mitnehmen. Ein bisschen Erde hier. Hier mit dem... Nee, sieht nicht so aus. Geh zur Leiter. Sehr gut. Gut, hier war noch eine Tür, in die wir rein wollten. Okay. Ein Lagerraum mit verschiedenen Akten. Aktenschrank. Eine kompakte Aktenkonsole für Hängeordner. Ach was. Hallöle Konsöle! Ein Formular. Erst vom betreuenden Arzt unterzeichnen lassen, dann am Seminartag dem Therapeuten vorlegen. Dann nimm's doch mit. Sehr großartig. Die Notiz können wir auch nehmen. Die will ich nicht mitnehmen. Hier steht nämlich, der Mond fällt auf die Erde. Und diese Botschaft kann gerne hier unten im Keller bleiben. Von mir aus. Was heißt das? Der Mond fällt auf die Erde. Wer schreibt denn sowas? Gibt's da keine Anleitung zu?
Oder Sekundärliteratur? Scheinbar nicht. Hier steht, der Mond fällt auf die Erde. Besorgniserregend. Das sind zu viele. Ich weiß nicht, wo ich mit der Verwüstung anfangen soll. Edna weiß mal nicht weiter. Das sind zu viele. Ich weiß nicht, wo ich mit der Verwüstung anfangen soll. Oben links. Arbeitest du dich einfach von oben links nach rechts? In diesem Bild macht Captain Unbrauchbar seine Steuererklärung. Oh wei. Was hältst du davon, Harvey? Langweilig. Captain Unbrauchbar zahlt Steuern? Glaube ich ja kaum. Die sind so langweilig, da will ich mir gar nichts zu einfallen lassen. Okay. Die sind so langweilig, da... Die sind so langweilig. Die sind so lang... Die sind so... Das sind zu viele. Ich weiß nicht... Okay. Die sind so... Das sind zu viele. Die sind so... Die sind so langweilig und sind zu viele. Die sind so lang... Verstehe. Was hältst du davon, Harvey? Langweilig. Okay, das hatten wir auch schon mal. Akten. Reden. Hey, Party People! Was geht in Bürokratenstaat? Die Akten sind nicht gerade Entertainer. Tja. Können wir hier irgendwas mitnehmen? Eine bestimmte Akte herausnehmen aus dem Regal? Ich habe mal eine Zeit lang beim NDR im Fernseharchiv gearbeitet. Da sah es genau so aus. Und wenn ihr euch wundert, wo halt die ganzen alten Tagesschauen landen, die landen in exakt so einem Raum, der so aussieht. Bis auf, dass sich die ganzen Regale verfahren lassen. Das sind ja noch so Drehräder an den Regalen. Lass nicht hin und her schieben, aber weil ich ja keine Hintergrundanimation habe. Aber sonst sah darum exakt so aus. Mhm. Wenn man sich übrigens den Notizzettel, der links an der Wand klebt, anguckt, steht da drauf, der Mond fällt auf die Erde. Jetzt kannst du das und nicht Edna wundert sich sehr über diesen Notizzettel und findet ihn auch sehr beunruhigend. Dieser Zettel wird nirgendwo weiter erklärt, ist vollkommen losgelöst von allem anderen. Fakt ist, dass dieser Zettel mit meiner Handschrift irgendwann plötzlich neben meinem Bett lag. Ich muss irgendwann nachts nach einem Traum aufgewacht sein und habe das offensichtlich noch im Halbschlaf auf diesen Zettel draufgeschrieben. Der Mond stürzt auf die Erde. Und bin dann irgendwann später, ohne mich tatsächlich an den Traum zu erinnern, nur das grob, dass ich ungefähr das so gewesen sein muss, aufgewacht, habe diesen Zettel gefunden, gelesen und Mann, war ich beunruhigt. Der Mond stürzt auf die Erde. Seitdem habe ich auch immer ein bisschen Angst, bei Vollmond rauszugehen. Beunruhigend. Vor allem beunruhigend, wenn man morgens aufwacht und einen Zettel mit seiner Handschrift neben dem Bett liegen hat und sich nicht mehr daran erinnern kann, das geschrieben zu haben. Das ist durchaus beunruhigend. Kann man so sagen. Hey Party People, was geht im Bürokratenstaat? Ich glaube, hier kommen wir nicht viel weiter. Wir haben hier ein Dokument, ein Formular mitgehen lassen. Das kann uns vielleicht weiterbringen. So. Treppe auf. Oh! Wir sind auf der Other Side of Life. Hier sind wir jetzt am Ausgang. Das ist ja schon das Schloss zum Ausgang. Dafür brauchen wir den Schlüssel. Robustes Mistding. Reden mit dem Ausgang. Im Schloss. Sesam, öffne dich. Das war wohl der falsche Spruch. Tja. Geh durch Tür. Das wird so nicht funktionieren. Ich glaube, ein Beschwerdebrief wird mich hier nicht rausbringen. Glaube ich auch nicht. Mein Formular vielleicht. Ich glaube, ein Beschwerdebrief wird mich hier nicht raus... Okay. Vielleicht kannst du das Schloss öffnen. Verflucht. Wenn ich doch nur längere Fußnägel hätte. Aber ich Idiot knabber sie mir ja ständig wieder ab. Tja, so ein Mist.
Mit der Schere. Verflucht! Mist. Harvey, hatte ich nicht auch die Fähigkeit, Schlösser mit Zickzackscheren zu knacken? Vielleicht im zweiten Teil. Sehr schade. Mit einem Strohhalm darin rumzustochern wird nichts helfen, fürchte ich. Sehr, sehr schade. Hallo? Schlüsseldienst? Hier ist nicht der Schlüsseldienst. Hier ist Düsselschlienst. Aus Düsseldorf. Ui, aufgelegt. Düsselschlienst aus Düsseldorf. Ja. Captain Unbrauchbar hat für jede Tür den passenden Schlüssel. Leider hat er selten die Zeit, alle durchzuprobieren. Hier kommen wir wohl erstmal nicht raus. Ich möchte das Augenmerk auf die Fußmatte richten. Auf der wir gerade die tatsächlich stehen. Auf dem Weg nach draußen liegt und auf der die Worte Willkommen stehen, so dass man sie lesen kann, wenn man nach draußen geht. Das ist so viel. Ja. Heißt wie, hau bloß ab. Das ist halt irgendwie so ein Gag ist, über den ich mal sehr gelacht habe. Also ich weiß gar nicht, das muss irgendwie, als ich 14 war oder so. Ich habe mich an diese Geschichte erinnert, die mir mein damals bester Freund, wir haben die zusammen ersponnen oder so, um halt irgendwie bei Leuten, bei denen man so überhaupt nicht willkommen ist, halt uns vorzustellen, wie die ihre Fußmatten auslegen würden und sie würden es genau so tun. Da haben wir damals sehr viel drüber gelacht. Das weiß ich noch. Und deswegen habe ich auch diese Fußmatte hier reingezeichnet. Hat niemand verstanden. Ich wünschte, ich wäre wieder 14. Wo kommen wir jetzt hier lang? Oh! Wir sind auf der anderen Seite. Auf der anderen Seite. Da wollten wir die ganze Zeit schon hin. Sehr schön, aber wir gehen vorsichtshalber erstmal in die Küche. Dann müssen wir erstmal rein. Dann müssen wir uns was abholen, was wir schon lange benötigen. Oh, niemand ist zu Hause? Mit Topf. Ich kann damit nicht reden. Es ist keine mundgerechte Portion. Kannst doch sonst mit einem reden. Heute gibt's Wünsch dir was. Das ganze Haus riecht bereits danach. Schmeckt bestimmt lecker. Ich habe Topfschlagen immer gehasst. Oh, das ist ja eine Beschäftigung für dumme Konformistenkinder. Ich glaube, Alfred mochte Topfschlagen immer. Das passt. Topfschlagen. Ja. In diesem Bild kocht Captain Unbrauchbar die Nase vom Vegetabler. Gut, okay, das haben wir schon. Sorry. So, Kugelschreiber. Darauf lässt sich leider nicht herumkritzeln. Schlecht. Der älteste Konflikt der Menschheit. Kochen oder Pizza bestellen? Pizza bestellen. Meistens Pizza bestellen. Der Topf steht nicht auf der Karte. Ich habe trotzdem einen bekommen. Aha. Daran beißt sich die Schere die Zähne aus. Dies ist nicht der Schmelztiegel des Verbrechens. Nicht. Ob die in der Gruppentherapie auch Topfschlagen spielen? Ich glaube, du verwechselst Gruppentherapien mit einem Kindergeburtstag. Wo ist der Unterschied? Schwer zu sagen. Ja. Schwer zu sagen. Hui, das wird lecker. Mit Fußnagel. Nichts zum Schlürfen im Topf. Nur ein Fußnagel. Da muss ich nicht nachhelfen. Das dreckige Geschirr wird sich früh genug von alleine stapeln. Ach was. So, hier haben wir noch einen Besteckschrank. Benutzen. Oh, große Überraschung. Da ist Besteck drin. Nein. Auch Löffel? Darin bewahrt man für gewöhnlich Besteck auf. Hast du einen Löffel? Hallo? Jemand zu Hause?
Es rasselt, es klimpert, es befindet sich in einem Besteckschrank. Was mag es nur sein? Ich hab's! Es ist eine Schrapnelllawine aus den Anden! Vor denen muss man sich in Acht nehmen. Keine Schrapnelllawine aus den Anden benutzen.